Wir wollen in der nächsten Stunde mit fünf sehr interessanten Gästen aus allen Bereichen, aus ganz verschiedenen Bereichen des Segelsports reden darüber, was war in dieser Saison, was in der kommenden Saison sein wird. Wir freuen uns sehr, dass es so schön voll geworden ist. Aber anfangen wollen wir gerne mit zwei Männern, die in diesem Jahr vor allen Dingen auf dem Mittelmeer unterwegs waren, beim Audi Med Cup. Ich darf nach vorne bitten, Deutschlands erfolgreichsten Segler, dreimaligen Olympiasieger Jochen Schümann vom Audi Sailing Team und Matti Paschen von der Container. Matti, vielleicht kannst du, fangen wir an, mal drei Sätze erzählen über diese Rennserie, über den Audi Med Cup. Wie viele Stationen, wie lange gibt es das schon? Was ist das Besondere an dieser Regatta-Serie? Eine Regatta-Serie, die im Mittelmeer stattfindet, an fünf Stationen. In den Ländern Portugal, Spanien, Italien, auf dem Boden TP52 ausgesegelt wird und wie man mal so sagt, die Champions League des America's Cup, Segelsports ist nach dem America's Cup und eine sehr spannende Regatta-Serie, die dort im Sommer immer stattfindet. Jochen, du bist mit dem Audi Sailing Team mitgesegelt, ich glaube die zweite Saison schon, ihr seid Siebter letztlich durchs Ziel gegangen. Wenn man so viele Titel gewonnen hat wie du, kann ich mir vorstellen, dass man dann mit so ein bisschen gemischten Gefühlen auf die Saison zurückguckt, stimmt das? Auf jeden Fall, die letzte Saison war recht schwierig für uns, weil wir mit großen Ambitionen rangegangen sind. Wir haben ein neues Schiff gebaut, weil letztes Jahr waren wir sozusagen mit dem Rental Car unterwegs. Wir hatten das Schiff, was früher mal für die Holländer gebaut wurde, dann für den Russen gekauft oder wir haben es für den Russen geschartert. Also man kann sich vorstellen, wenn es ein Technologie-Event, was Segeln ja logischerweise ist, um die Wette geht, dann ist man da nicht unbedingt in der ersten Reihe. Trotzdem waren wir letztes Jahr, glaube ich, zweimal Zweiter. Ist schon ein bisschen länger her, also vor zwei Jahren war das. Und endlich konnten wir ein neues Boot bauen und das ist natürlich eine Riesensache, aber auch eine Riesenherausforderung, weil so ein 50 Füßer zu bauen und wir haben zum Schluss nach Baustellen in Europa gesucht, haben 5 Angebote eingeholt und mussten zum Schluss doch bis nach Sydney gehen, zu McConaughey, weil eigentlich in dem gleichen Winter insgesamt 6 neue Schiffe gebaut wurden in Europa und auf einmal waren alle Baustellen belegt. So, also eine riesige Herausforderung, über Internet und Skype eigentlich einen Schiffsbau zu managen und dann den letzten Monat das Schiff auch dort in Sydney mit unserem Bootcaptain zu komplettieren. Und ehrlich gesagt muss man sagen, wir waren zum Schluss nicht gut genug vorbereitet, speziell die ersten beiden Events, wo wir letzter und vorletzter geworden sind. Danach haben wir zum Glück gewonnen bei Schwerwetter in Calgary und danach zweimal Vierter geworden, wo wir sicher hatten, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätten auf dem Podium sein können. Also wir haben uns da ganz gut gefangen eigentlich, aber natürlich, wenn man neu baut, will man viel mehr und da sind wir nicht so ganz zufrieden mit. Aber es spricht natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen für die Klasse des Feldes, Matti, ihr seid mit der Container, mit Markus Wieser am Steuer, ihr seid Vierter geworden, habt richtig stark angefangen, dann erzähl mal, wie ging es dann weiter? Ja, wir haben stark angefangen, wir haben die ersten Regatten wieder erwarten, sehr, sehr gut gesegelt, bei viel Wind, mit einem neuen Boot, mit einer neuen Crew auch. Die sich natürlich auf das Boot erstmal einspielen muss und hatten dann so ein bisschen Erfolgsdruck. Also es fing gut an und das ist so das Glück des Anfängers wahrscheinlich ein bisschen und je weiter das Jahr fortschritt, desto schwieriger wurde es eigentlich, weil die vorderen Boote natürlich nach hinten verteidigen, einem das Leben schwer machen und an zweiter Stelle standen wir über 3 oder 4 Regatten und da hat man natürlich Boote vor sich, die einen nach hinten segeln wollen und außerdem hatten wir Leichtwindschwierigkeiten und die späteren Regatten im Jahr waren bei sehr wenig Wind gesegelt worden und da hat es sehr lange gedauert, bis wir da unsere Defizite in den Griff bekommen haben. Ist das ein großer Vorteil, Jochen, wenn es dann in so einer Rennserie 2 deutsche Crews gibt? Eure Crew ist ja eine deutsch-französische Crew, aber wenn es sozusagen Konkurrenz aus dem eigenen Land gibt, gibt es da so ein bisschen Rivalität, die einen möglicherweise pushen kann? Ich glaube, da gibt es ja viel Hörensagen drüber. Ich glaube, wir sind eher weniger Konkurrenten, weil wir jetzt schon viel zusammen gesegelt. Aber mir wird ja gerade von Markus eine große Rivalität nachgesagt, die eigentlich gar nicht da ist, jedenfalls nicht von meiner Seite. Also da wird viel geredet drüber, aber ich glaube, zum Schluss ist der Wettbewerb so eng und da sind so viele internationale Leute auf allen Schiffen eigentlich, dass es eigentlich nicht das deutsche Boot oder die beiden deutschen Boote gibt, sondern man muss eigentlich vernünftig segeln, um sich gegen den nächsten Gegner eigentlich durchzusetzen. Und wie gesagt, du hast vorhin schon gesagt, der Wettbewerb im Med Cup ist wirklich so, so eng. Wir haben 5 Events und hatten 5 verschiedene Sieger. Und das zeigt eigentlich, wie eng der Wettbewerb ist. Jeder hat in diesem Wettbewerb wirklich eine Chance zu gewinnen, was ja, sagen wir mal, gerade
Wir wissen es alle als Segler, häufig gibt es nochmal die Top-10-Boote, die wir immer wieder Top-10 segeln, nicht jeder gewinnt immer, aber es sind immer die gleichen, die Top-10 aussegeln und dann auch die anderen sind irgendwo im Mittelfeld. Im Audimat Cup ist es wirklich so, dass alle Schiffe, die da sind, Siegchancen haben und die auch realisiert haben. Alles schon ein sehr ungewöhnlicher Wettbewerb, auch sehr hoch, aber sehr ausgeglichenem Niveau. Martin, du bist schon mit beiden Steuermännern, sowohl mit Markus Wieser in diesem Jahr als auch früher schon mit Jochen Schümann gesegelt. Sind die Unterschiede gewaltig oder eher klein? Zwischen den beiden Personen? Wenn man so vorne drin sitzt im Schiff. Ja, das Problem ist, entweder kriege ich heute Abend Ärger oder in den nächsten Tagen. Nein, die sind schon sehr, sehr anders. Ich glaube, dass Jochen ist ja jemand, da sprechen seine Erfolge für ihn. Er hat früh angefangen mit dem Segeln im Sportinternat in der DDR schon hart dran gearbeitet, hat seine Medaillenerfolge eingesegelt. Und Markus ist da ganz anders angegangen. Der ist mit dem Segeln am See aufgewachsen und ist immer nur segeln gegangen, wenn er mal Lust hatte. Und ist ein sehr talentierter Gefühlssegler, würde ich sagen. Und Jochen geht da sehr viel strukturierter und analytischer an die ganze Sache an. Stimmt das, Jochen? Ja. Hat er gut die Kurve gekriegt, ne? Man muss ja beim Audi Med Cup eine relativ große Crew im Griff behalten. Hoppala. 12 Mann Besatzung, ein 13. darf gelegentlich noch mitfahren, sozusagen als Passagier. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie sich sozusagen die wesentlichen Positionen an Bord verteilen? Also, du hast die Binde in der Hand? Ich glaube, ich will mit dem gelegentlichen Gast anfangen, weil der ist eigentlich mit eine wichtige Person. Weil ich glaube, das ist ja, was uns als Segler häufig fehlt, die Öffentlichkeit. Und da haben wir wiederum was zu bieten, was die meisten Sportarten nicht haben. Wir können wirklich Gäste an Bord nehmen, wenn es unter den gleichen Bedingungen passiert. Und das ist im Wettcup so. Also jeder muss einen Gast mitnehmen. Und das ist natürlich bevorzugterweise sind das Sponsorenvertreter oder eben Media-Gäste. Gibt natürlich auch, dass nochmal die Eigner oder Freunde der Eigner mitsegeln. Auf jeden Fall gibt es einen echten Zuschauer im Rennen an Bord, was eine ungewöhnliche Sache ist. Das kann keine andere Sportart wirklich sonst wiederholen und nachmachen. Kann ich dich kurz unterbrechen an der Stelle? Wir werden am Ende dieses Abends ein Gewinnspiel haben. Sie können da hinten nachher, wenn wir hier fertig sind, also eine Teilnahmekarte ausfüllen und dann werden die eine der Hostessen oder wir fragen die Maike nachher mal, werden wir einen Gewinner ziehen und derjenige, der da dann richtig Glück hat, der darf als 13. Mann bei euch im kommenden Frühjahr beim Audi Sailing Team mal mitsegeln. Und ich hatte selbst letztes Jahr vor Cagliari mal das Vergnügen, es ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis. Du warst beim 13. Mann. Genau, aber ansonsten fangen wir natürlich auch beim Audi Med Cup von vorne an zu zählen. Also mit den Baugroup, also man hat einen Bauman, Vorschriftsmann, dann einen auf dem Mitschiff, der sozusagen hilft, die Segel anschlagen und die natürlich auch beim Runternehmen, was meistens noch schwieriger ist, weil so ein Spinnaker hat immerhin 260 Quadratmeter. Dann gibt es eigentlich fast kein Mastman, weil ich habe glaube ich auch nicht, ne? Da alle Fallen sind mittlerweile am Mast so windschlüpfrig versteckt, dass da gar nicht mehr viel ist zum Anfassen. Ein Pitman und dann gibt es zwei Grinder, dann natürlich die Trimmer für am Wind, an Vorsegel, den Großsegeltrimmer, den Spinnaker-Trimmer und für mich ist wichtig, dass auch der Trimmer am Backstab natürlich eine extrem wichtige Rolle hat, weil der natürlich Mastbiegung und Vorstabsdurchhang und Spannung kontrolliert und damit natürlich wesentlich Einfluss auf die Segelform hat. Also diese vier Trimmer und dann die Afterguard, die eben aus Taktiker, Navigator und Steuerung besteht. Das müssten dann, weil alle mitgezählt haben, 12 sein. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Martin, du bist an Bord der Container, der Trimmer. Beschreib mal deinen Job auf diesem Schiff. Und wie schwer es war, sich da reinzufinden. Du bist ja dieses Jahr zum ersten Mal mit Markus an Bord gegangen, ne? Auf der TP 42. Ja, ich hab mit Markus schon viel gesegelt und habe auch TP 52 vorher schon gesegelt, mit Jochen zusammen, 2007, glaube ich, war das schon. Der Trimmer selber ist, ich glaube, die meisten hier sind ja Segler, wie ich gesehen habe, deswegen braucht man gar nicht so viel zu erklären, aber das ist halt ein großes. Ist ein Zahn im Getriebe und der Trimmer ist dafür verantwortlich, sein Segel, für das er zuständig ist, den Verhältnissen entsprechend einzustellen. Zu kommunizieren mit dem Steuermann, mit den anderen Trimmern und ist für den Speed des Bootes verantwortlich. Jetzt darf ich Boris Herrmann zu uns bitten. Auch ein Kieler, einer, der eine ganz andere Art des Segels betreibt und das sehr erfolgreich. Darf ich einen Applaus bitten? Na klar, Boris Herrmann. Schön, dass du da bist. Ganz Boris. Fünfter geworden dieses Jahr beim Barcelona World Race.
Boris segelt rund um die Welt, zu zweit, demnächst alleine. Was sind die großen Herausforderungen, wenn man sich anders als die Jungs, die auf einem Kurs direkt vor dem Yachthafen segeln, auf den Weg macht, einmal rund um diese Erde zu segeln? Es ist ein Marathon. Das heißt, wenn wir ein technisches Problem haben, müssen wir diese Probleme an Bord beheben. Wir haben natürlich unser Shore-Team, was uns Tipps geben kann, uns Empfehlungen geben kann, wie wir vielleicht elektronische Probleme lösen können. Aber wenn was bricht, wenn wir was ein Tauwerk, ein Segel reparieren müssen, das ist ein Aspekt. Und dann auf der anderen Seite ist es eine ziemlich mentale Sondersituation. Wir waren zu zweit und fühlt sich da auch alleine. Man muss zu zweit miteinander klarkommen und das für so lange Zeit und unter der Herausforderung. Ist das eigentlich ein großes Risiko, wenn man mit jemandem, ihr kanntet euch, ne, du und Ryan Bremeyer, ihr kanntet euch noch gar nicht so gut, als ihr an den Start gegangen seid, wenn man mit jemandem über so lange Zeit auch auf so engem Raum zusammen ist? Ich weiß zum Beispiel, wenn wir im Urlaub eine Woche segeln wollen, sagen alle, pass auf, wer da mitkommt, da kann nicht einfach so einer mit an Bord kommen, von dem wir gar nicht wissen, wer das ist. Und du bist wie viele Monate? Wir kannten uns ein knappes Jahr zur Vorbereitung. Wir sind also zusammengewürfelt worden als Mannschaft. Die Veranstalter wollten, dass das Barcelona-Rennen möglichst international ist. Ihn als Amerikaner haben sie dazu geholt, mich als Deutschen, um das von dem Rennen auch hier zu erzählen. Und natürlich ist das ein Risiko, artifizielle Mannschaften zu bilden. Unter der Bedingung, wenn ihr euch, ihr könnt euch entscheiden, zusammen zu segeln oder ihr müsst zu Hause bleiben. Das ist ein großer Unterschied zu Kampagnen wie die zum Beispiel von Jean-Pierre Dick, der sich Loïc Perrin als Kursgeber aussuchen konnte, weil er sein Projekt war, er segelt auch das Vendée Globe. Und das heißt, die Hälfte der Kampagnen waren sozusagen zusammengewürfelte Mannschaften. Also wie eine Zwangsehe quasi. Genau, friss oder stirb, ihr müsst miteinander auskommen. Und die andere Hälfte waren sozusagen das typischere Modell, ein Projekteigner, Skipper eigener Persönlichkeit, die das ganze Thema kontrolliert. Und wie arrangiert man sich dann? Muss man da ganz klare Regeln aufstellen oder ergibt sich das mehr oder weniger während der Reise? Also ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass in anderen Teams auch ähnliche Prozesse abgelaufen sind wie bei uns, so dass man von außen nicht wirklich sehen konnte, was passiert ist. Und dass es natürlich enorme Spannung gibt bei so einem Zusammenwürfel. Die Spannungen sind viel einfacher von vornherein klar, wenn es klar ist, der eine ist angestellt, beim anderen ist sozusagen die ausgewählte Mannschaft. Und in unserem Fall waren wir ganz glücklich, dass wir überwiegend gut miteinander klargekommen sind. Und natürlich sind Spannungen nicht zu vermeiden, auch einfach der Ambitionen wegen. Beide kommen mit großen Ambitionen, beide Segler, nicht nur wir beide, sondern auch in den anderen Teams, die zusammengewürfelt wurden, kommen mit großen Ambitionen, mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen, mit unterschiedlicher Nationalität, unterschiedlichen Sprachen. Und alles das müssen wir dann auch noch bewältigen, neben unserer seglerischen Herausforderung. Gibt es so ein, zwei Schlüsselerlebnisse? Was war besonders schön? Und auch auf der anderen Seite, was sagst du, das möchte ich nicht wieder haben? Also alle Momente, wo wir Land passiert haben, die großen Cups passiert haben, waren die Höhepunkte, die ich immer so hervorhebe. Ja, Cap Horn natürlich, das Klischee Cap Horn kann man ja schon fast sagen, aber auch die Passage von Neuseeland. Wir hatten eine Pflichtpassage zwischen der Nord- und Südinsel von Neuseeland und dann die Passage von Gibraltar auf unserer Strecke. All diese Momente, wo man zwischen Gibraltar und Neuseeland hatten wir über 50 Tage, wo wir kein Land gesehen haben. Denn plötzlich wieder an Land anzukommen, das sind einfach so prickelnde Momente. Und in dem Fall kam für uns dazu, die Cookstraße ist relativ groß. Man muss ein Stück um die Ecke von der Südinsel von Neuseeland rumsegeln. Ein fantastisches Gebiet auch, wo eine dänische Südsee haben die da. Ein bisschen wilder, ein bisschen einsamer. Aber es ist vergleichbar. Und da kannten wir Leute noch von unserem Rennen vorher, mit denen konnte ich dann im UKW-Funkgerät sprechen oder per Handy war es, nicht per UKW, aber plötzlich kamen wir sozusagen wieder in vertrauten Regionen an. Wir kannten das, oder ich kannte das schon
hatten dann die Nacht über relativ leichte Winde bei der Ansteuerung und sind dann nachts ganz nah an Felsen vorbei unter Spinnaker gehalst und hatten dann bei der Ausfahrt aus der Cookstraße zunehmenden starken Wind und ganz flache See und konnten so richtig da in den Pazifik rausheizen. Und das war sozusagen einer der größten Höhepunkte des Rennens.